Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Battlefield 4. Ich bin's wie immer, euer Gunshot. Wir sind auf der Map Flood Zone unterwegs. Beziehungsweise Flutgebiet. Ich schieß mal wieder als Stromsoldat, weil das somit die einzige Klasse ist, die ich irgendwie noch nicht weiter großartig gespielt habe, genauso wie den Scharfschützen. Gibt halt so manche Klassen, die kann man einfach nicht. Und Scharfschütze ist mitunter eine, die ich definitiv nicht wirklich gut beherrsche. Und deswegen lasse ich das auch gleich und erspare meinem Team die Nicht-Kills, die ich so häufig mit diesem Scharfschützen tätige. So, bis jetzt läuft es eigentlich ganz gut hier. Ich lasse mich jetzt einfach bloß mal schnell von einem Granatwerfer beschießen. Aber so einfach, man muss den nicht machen. Mal sehen, ob ich den in die Finger. Wie wir merken, ja. Ist hier ein dreckiger Scharfschütze. Da oben sind sie wieder. Wo soll ich da hinrennen? Mann, Mann, Mann. Aber ist ja gut. Ja, man kann die Gegebenheiten des Spiels nutzen. Wenn ich so doof bin und mich da unten abschießen lasse. Die haben hier oben ihren Punkt. Da komme ich natürlich so jetzt ohne weiteres nicht hin. Ich könnte aber versuchen, im Alpha-Sturm sie alle. Kommen wir mal mit dem M-Rap. Ja, mit dem M-Rap. Fällt gerade mal so auf. Das, nee, noch ist nicht geflutet. So. So. So, komm, nur geht drauf. Ah, die Mausempfindlichkeit ist immer noch so blöd eingestellt. Vom Heli. Was hat er denn vor? Wieder wegsnipern. Ja, was haben wir denn nicht stehen? Dafür bin ich doch hier, mein Freund. Dafür bin ich hier. Na ja, komm, hier war doch gerade einer. Na, jetzt steigt einer aus. Wer fährt? Oh, Batman! Batman ist auf meiner Seite. Mensch, diesmal spiele ich ihn gar nicht selber. Ich hasse sowas. Ich hasse das! Wenn die mir mal kaputt machen. Ja, komm, wo können wir denn? Das kann ich jetzt so nicht gebacken. Kacke. Kacke! Zu spät. Oh, und jetzt bin ich wieder mal kein Pionier. Immer wenn ich ihn brauche. Na. Habe ich dieser Ace 21 noch nicht? Naja, dann habe ich mal irgendwas Neues freigespielt. Ja, schon wieder jemand, der einen nehmen möchte. Warum sehe ich ihn nicht? Typ. Na, 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 nein! Wir haben schon wieder ein paar Fahrzeuge hier. Ich. Gott, oh Gott, oh Gott. Ach ja, die haben ja hier auch direkt ihren Spawnpunkt. Ich gehe schon wieder von der falschen Seite aus und wundere mich, warum die das hier so unbedingt haben wollen. Ja, wieder mein Fehler. Ist klar, warum die es haben wollen. Das ist ihr Startpoint. Ich sollte mich hier auch langsam wegbewegen. Na gut, wenn ich das nicht selbst hinkriege, dann hilft mir halt das, der, ja, gut.
Ich würde deinen Namen gerne nennen, aber C84 UA. Wir haben gerade Wichtiges zu tun. Und ich habe mir das Boot geholt. So, wo fahren wir damit hin? Ja, ihr merkt schon, ich habe. Mein Boot scheint noch nicht lange. Aber das, ja, ne? Das läuft genauso wie mit dem Führerschein. Nach 10 Autos oder was habe ich es denn auch irgendwann raus mit dem Fahren? Tja, mein Freund. So nicht! So nicht! Nicht so einfach. Aber so. So ist schon mal gar nicht schlecht. Dann steigen wir mal hier mit ein. So, wie sieht's denn auf der Karte aus? Alpha nehmen wir gerade. Ich helfe mal von Drinnen etwas mit. Falls ich hier überhaupt dazu komme zu helfen. Ich würde mich jetzt gerne upstairs bewegen, aber ich bin zu blöd, die Treppen zu finden. Ne, da hinten. Flutgebiet selbst spiele ich nicht allzu oft, ist in meinem Filter, was die Maps angeht, eigentlich immer direkt so mit ausgegraut. Weil ich die Map einfach nur, ich weiß nicht. Ich finde die überhaupt nicht großartig interessant. Wahrscheinlich auch, weil ich auf entweder schlechte Teams treffe, was auch immer. Auf jeden Fall zieht sich die Runde normalerweise immer, aber diesmal geht das eigentlich ganz gut. Und ist nicht so eintönig, gerade auch was die Punkte angeht. Nervt's sogar, wenn das eigene Team andauernd nur hält und die anderen irgendwie nichts geschissen bekommen. Aber hier haben am Anfang unsere Chinesen-Freunde ganz gut dominiert und jetzt haben wir das umgedreht und das gestaltet die Sache dann doch schon etwas interessanter. Na? Okay, das sind welche von mir. Ist gerade ein rigoroses Rumrennen, um hier ein paar Feinde zu finden. Ich glaube, hier oben geht es wieder gut ab. Hier werde ich auch nicht lange leben. Weil ich bin da irgendwie. Ich habe das Gefühl, ich habe Keks auf dem Kopf. Mich sehen die immer mit als erstes, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Und ich rede wieder viel zu Mist. So. Na. Nicht so, direkt hat mich wieder irgendeiner gesehen. Da. Von irgendwo schießt sie hier, Mann. Ich kann das den Feind nicht aufklären. Da. Gut. Jetzt. Dazu möchte ich jetzt einfach nichts sagen. Außer dass wir hier gerade nicht Call of Duty spielen und dieses Jumpshooten eigentlich. Naja, egal. Vielleicht war es auch eine Verzögerung. Ich habe keine Ahnung. Aber wenn der Sniper schon keinen nicht aimen kann, dann kommt er halt gerannt und schießt einen auf 3 Meter weg. Ja, wenn es sonst nichts ist. Uah. Also ich habe mir vorgenommen, wie ihr vielleicht schon. Hä? Akkurat geparkt. Seht ihr den Helikopter da? Ui!
Wo schmeißt er die denn hin? Ich komme gekrochen. Gekriecht. Was ist denn? Auf wen schießt denn der Idiot? Jetzt traue ich mich schon gar nicht mehr hier raus. Das ist Squad-Mitglied. Na, was meint er? Rennen wir hier mal raus? Gucken, was hier los ist? Guck mal hier. Oh, von hinten jetzt. Mensch, lass mich doch mal in Ruhe da kurz, weißt du? Ich habe gedacht, ich kann den Typen da mit einer Granate rausholen. War nicht so. Ich kann nirgends einsteigen. Lebt dann keiner mehr von euch. Ich will nicht schon wieder so doof rumeiern müssen. Gehen wir mal zu Alpha. Östlich von mir. So, wo haben wir dich denn, mein Freund? Du bist... Wurde gerade auf der Minimap noch ein Feind angezeigt. Direkt unter mir. Gut. Ja, Dauerfeuer war super wieder. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich werde beim Zielen bei Battlefield irgendwie immer schlechter. Also am Anfang habe ich schon gedacht, das musst du noch irgendwann besser hinkriegen. Jetzt denke ich mir so, Kacke. Du musst das überhaupt hinkriegen. Vielleicht ist auch einfach die Waffe scheiße gewählt. Okay, jetzt geht's doch. Das hat keiner mitbekommen. Ich war voll konzentriert, aber ich hatte Ladehemmung. Ich weiß, bei Battlefield, das hört man noch nicht. Aber ich habe das im Gefühl. Da war eine Ladehemmung gerade. Und deswegen habe ich erst so spät reagiert. Ja, dass man in der Animation nicht sehen kann. Ne, dass ich da gerade versucht habe, die Störung zu beheben. Ja, ich weiß. Ich habe vergessen, das auszurufen, damit meine Kameraden das auch mitkriegen. So. Ist direkt irgendwo ein Feind. Ja, ruhig ist was anderes. Hier war die Leiche. Mordkommission hat ihn schon abgeholt. Nicht auf mich schießen, nicht auf mich. Ich bin Reporter. Hat er den? Oh, hat er. Die scheinen hier sehr gerne von diesem Punkt zu kommen. Aber ich möchte auch gar nicht ewig jetzt hier bei Alpha verharren. Was irgendwie uncool ist. Ja, genau. Oh, guck mal, ich bin die ganzen Treppen runter im Putzen. Guck. Spätestens dabei bin ich draufgegangen. Wäre ich draufgegangen. So, mal gucken, was mein Squad-Leader hier reißt. Nichts schwimmt gegen Sieb. Vielleicht wird er rausgefiltert. Punktetechnisch sieht das bei uns ja auch noch ganz gut aus eigentlich. Aber wo ich hier bin. Hoch. Komm, komm, ich will hier rein. So. Ab geht die Party und die Party geht ab. Und ich sag, ab aufs Dach. Na. Drüben haben wir gerade jemanden lokalisiert, der jetzt unten langläuft. Der immer noch unten langläuft. Gut. Ich weiß, das wäre vielleicht nicht ganz nötig gewesen, aber ich habe jetzt
keinen Bock, einfach schon wieder zu krepieren, bloß weil ich mich da einmal aufs Dach traue. Boah. Also übersichtlich finde ich diese ganze Aktion hier nicht. Ich weiß nicht, von wo es kommt. Da, siehst du? Den zum Beispiel habe ich nicht gesehen. Einfach nicht gesehen. Vielleicht bin ich auch blind. Weiß nicht. Ich glaube, die haben mich geswitcht. Die Säcke. Das fällt mir jetzt erst auf. Na, wer es eher mitbekommen hat als ich, ab in die Comments. Ich hab's nicht mitbekommen. Das ist doch wieder ärgerlich. Da ist man bei der Siegertruppe. Auch wenn man selbst wahrscheinlich ganz wenig dazu beigetragen hat. Und dann sowas. Na. Och, komm, dein Ernst jetzt? Mein rechter Platz ist frei. So, ich weiß nicht, zu viel Input hier auf diesem Kanal. Ich habe diese Map öfter mal gespielt als Sniper. Also auf einem Sniper-Only-Server. Da macht die Map hier echt Bock. Beinhaltet dann natürlich nur die Dächer. Ach, aber das kam ganz gut. Ich so wie hier, ja. Assel Jack. Man merkt sehr schnell, dass ich die Map hier nicht oft spiele. Ich find mich hier kaum zurecht. Oh, vielleicht kriege ich dann mein Heli. Bitte. Gut. Aber ich sitze nur drauf. Bitte, warum? Grillkeks. Oh nein, was ein Name. Bitte, lasst mich runter. Genau. Flieg weiter zu Bravo. Ich will helfen. Ich will einfach nur helfen. Na, zu schnell der Anflug. Das muss ein bisschen langsamer gehen nächstes Mal. Oh, meine Güte. Ich bin direkt im Ameisenhaufen. Ich habe eigentlich gedacht, die fliegt dran vorbei. Ich habe es dann doch noch irgendwo aufs Dach geschafft. Aber hier schön zu sehen als Reiseziel. Klimaanlage ist vorhanden. Wow. Lass mich weg. Let me go. Wo ist denn jetzt das erste Hilfepäckchen schon wieder hin? Also ich bin versorgt, aber das Päckchen ist weg. So. Oh, von wo denn? Typ! Wer hat denn hier die Wände weggeschossen? Ich renne hier total verwirrt durch die Gegend. Das regt mich ja schon selber auf. Heli! Meiner! Ja, Grillbrot und Grillkeks. Ihr könnt mich mal am Aha. Jetzt ist das Ding meins, auch wenn es hier schon wieder nebelig ist. Scharfschütze brauche ich nicht. Eigentlich. Ja. So. Haben wir. So, machen wir mal einen neuen Anflug. Den kriegen wir da bestimmt noch weg. Vielleicht hat da einer... Hör auf, mich anzuschießen, Mann. Ich habe gesagt, du sollst damit aufhören. Ah, oh, jetzt hat er Dings an. Ja, komm, hier ist Stinger oder was. Hauen wir mal ab.
Man verpisst sich. Aussteigen. Bäm. Nein, mein Team hat verloren. Auch wenn die Chinesen mich im letzten Moment zu sich holen wollten, um das Blatt zu wenden, hat es leider nicht ganz gereicht. Ich hoffe trotzdem, dass auch diese super Aktion, die hier gerade gelaufen ist, wenigstens etwas amüsiert hat. Ich glaube, so blöd habe ich mich in keinem Let's Play bisher angestellt. Das möchte ich euch natürlich aber auch nicht vorenthalten. Und deswegen, lade ich das Video einfach mal hoch. Hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es heißt Let's Play Battlefield 4 mit eurem Gunshot. Bis dahin wünsche ich euch was. Euer Gunshot. Gunshot.